Wie wär's mit einer Axt, die in deine Hosentasche passt? Das haben wir hier mitgebracht, und zwar einen Prototyp. Und der Benny von Survival with a Twist arbeitet gerade dran und baut das Teil zusammen. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst, und ich habe heute wen mitgebracht, und zwar den Benny, hallo. Und der Benny, ja, der hat... Ja, Benny, was hast du überhaupt? Ich habe heute mitgebracht einen Custom Bushcraft Gerät mit einem gewissen Style-Faktor. Das hat der Flo Steinkugel gemacht von der Messerschmiede F-Stein. Messerschmiede F-Stein. Mhm. Den habe ich auf einem Markt getroffen in St. Pölten und habe ihn angesprochen. Und der macht irrsinnig viel Messer, wunderschöne Rasiermesser und Outdoor-Messer, Küchenmesser, alle diese Dinge. Und ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, du, schau her, ich zeig was dem Reini. Und er hat gesagt, und dann habe ich dazu gesagt, aber Messer haben wir schon viele gesehen. Ja? Und dann hat er gesagt, hold my beer, und hat uns das geschickt. Ja? Was ist das jetzt? Das ist ein schönes Stück Handwerkskunst. Ja, warte mal, Kamera scharf schalten bitte, komm, Kamera scharf schalten bitte. Ja, okay. Rasiermesser scharf und ist eben dafür gedacht, um es in einen Haselstecken hinein zu montieren, und dann hat man ein kleines Schnitz- oder Küchenbeil. Klarerweise, ich sage gleich dazu, eine Spaltaxt ist das nicht. Aber halt einmal, Benni, das heißt ja auch nicht Spaltaxt im Hosensack, sondern es heißt Hosentaschenaxt. Also ganz was anderes, also im Endeffekt ein Beil. Das Geniale dabei ist, es ist wirklich, wie ich meine, sehr schön verarbeitet. Ja, also Kamera bitte scharf schalten. Ja. Es ist sehr schön verarbeitet. Und ja, ich würde einfach sagen, wir hören jetzt auf ins Reden und machen was, oder? Okay. Na gut, Benny, ich glaube, wir fangen ganz einfach einmal an. Setz gleich einmal, was machen wir? Was würdest du da empfehlen? Wir probieren einfach mal aus. Da ist ein Stecken anspitzen. Ne? Ich meine, die Idee ist dabei, dass ich, wie gesagt, ein Beil, ein kleines Beil oder eine Axt sozusagen im Hosentaschenformat habe. Und das ist ja insgesamt eine gute Idee. Da gibt es ja andere auch. CRKT zum Beispiel, hast du vielleicht auch schon einmal davon gehört. Das sind so zusammenlegbare Beile, die wir auch schon getestet haben. Und das hat natürlich auch seinen Charme. Aber die Frage ist halt immer die, hat das Teil auch genug Zug? Was meinst du jetzt mal fürs Erste? Also Interesse, also das mit dem Zug ist bei dem natürlich individuell, weil man kann ja einen sehr, sehr langen Stecken da hinten dran montieren. Ne? Ja, klar. Seine Stärken spielt das dann aus, wenn man Kleinigkeiten schnitzen möchte, oder ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was sehr gut gehen würde, ist einen Bogen schnitzen. Bogen schnitzen mache ich ganz klassisch meistens mit einem kleinen Beil. Das würde mit dem auch funktionieren. Also ja, es hat natürlich was. Und ich glaube, ich meine, wir werden sie dann nachher mal auseinandernehmen. Ne? Es hat auch ein bisschen eine Messerfunktion dabei, hat er sich überlegt davor, schätze ich. Ne? Richtig. Ja. So. Ich weiß, dass man normalerweise mit einem Beil oder einer Axt nicht quer zur Faser arbeitet. Ich weiß. Aber ich will es wissen. Du kennst mich. Und ich will wissen, ob das Teil überhaupt und ob das überhaupt so fixierbar ist, dass man damit wirklich auch vernünftig arbeiten kann. Also mein Knoten hält mehr als gedacht. Nein, coole Sache. Also das passt jetzt mal fürs Erste. Also mein Gefühl ist, es ist Zug drauf. Es ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn ich ein richtiges Beil habe. Richtig. Aber dafür ist auch das Gewicht ein anderes. Wie genau. Siehst du das, Benny? Ich sehe das ähnlich. Ja, wie gesagt, den Zug kann man regulieren, indem man einen langen Stecken. Umso länger der ist, umso mehr Zug hat man dann natürlich. Ne? Das ist eine kleine Kampfaxt sozusagen. Mhm. Für das Ding... cool, und was mir einfach gefällt, ist, das schaut einfach irre cool aus. Ich habe ja für Optik überhaupt keinen Blick. Ja, mir ist das wurscht, aber fürs Erste, praktisch ist es mal. Also das ist sie nun, zusammengebaut, diese ja, Axt im Hosensack. Und der Florian hat sich auf jeden Fall was überlegt, denn das hier, das ist die Schnur, mit der kann man das zubinden und zumachen. Dann hast du eben dieses Lederetui, und da passt ganz genau eben dieser Axtkopf, sagen wir das jetzt mal so dazu, rein. Benny, wie hast du das gemacht? Wie hat er das fixiert? Wie war die Idee? Ich habe ganz einfach ein Haselstecken gespalten.
Kamera bitte scharf schalten, ich bin der Reini Rossmann. Und da wird das dann ganz einfach hier eingesetzt. Aha. Und mit dem mitgeschickten, ein bisschen weiter runter geht es dann noch, mit dem mitgeschickten Paracord durch die Löcher verschnürt. Mhm. Ist eine gute Sache. Und was natürlich auch die Idee dahinter ist, das soll natürlich auch ein Messerersatz sein. Und wenn man das jetzt so anschaut, dann ist das ein Ulu. Da habe ich auch schon einmal ein Video gemacht. Ich gebe da oben den Link, da haben wir mal über Ulu gesprochen. Ulu sind die Messer der Arktis. Ja? Das sind die Frauenmesser eigentlich. Und die soll man halt mit einem Handschuh nehmen können, zum Zerarbeiten, zum Verarbeiten. Du hast es ja schon bei einigen Bushcraft-Treffen von Bushcraft Four Seasons mitgehabt. Ne? Wofür habt ihr das verwendet? Ich habe es einmal mitgehabt bei einem Overnighter in St. Pölten. Und ganz einfach ausprobiert. Wofür sich es meiner Meinung nach besonders gut eignet oder wofür sich es überhaupt eignet, ist einfach als kleines Küchenbeil. Ja? Also irgendwas Fleisch damit verarbeiten. Ja? Wir haben damals einen Eintopf halt gekocht, ja, ein Gulasch eigentlich. Dafür ist es super. Ja? Es ist klein, braucht nichts. Eine Sache noch ganz kurz an dieser Stelle für den Florian. Ich habe das ja jetzt schon seit dem Frühjahr und tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber wie das Leben halt so spielt, ab und zu dauert es halt ein bisschen. Ja. Trotzdem, ja, klar, es ist ein halbes Messer, eine halbe Axt, aber irgendwie auch ein netter Kompromiss. Super Sache. Also für die Küche habt ihr das hier verwendet. Genau. Das ist eine coole Sache. Es ist natürlich auch machbar, dass du damit Kleinigkeiten schnitzt. Ne? Wie zum Beispiel, das hast du ja gespalten damit. Ne? Der Punkt dabei ist halt schon der, das liegt nicht so wie ein Messer. Es ist eine andere Handhabung. Und du musst halt dann irgendwo den Punkt finden, wo du damit wirklich arbeiten kannst. Es braucht Übung auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist halt ein Messer, so wie man es gewohnt ist. Und für mich jetzt auch noch Feedback für dich, Florian. Das Messerkonzept oder das Axt im Hosensack-Konzept ist insgesamt toll. Ich würde mir wünschen, dass es ein wenig breiter hier ist. Ja, dieser Teil hier, der sollte ein bisschen breiter sein. Nicht so viel, sondern so. Ja, aber das liegt natürlich auch an meiner Hand wahrscheinlich. Und vielleicht dieser Griff hier, ja, vielleicht ein bisschen weiter runter, dass man es besser halten kann. Aber das ist jetzt nur Sudan auf hohem Niveau und... Eins ist schon klar, ich meine, wir Bushcrafter und Survivalisten, wir sind geil auf solche Teile hier, so Feuerstahlteile. Und ich habe hier nirgends, und das hast du natürlich auch gut gemacht, weil dadurch greift sich das gut an. Also es ist keine scharfe Kante oder hast du irgendwo eine... Stört überhaupt nichts. Aber irgendwo wäre es cool, wenn man einen Teil hätte, damit man den Feuerstahl anreiben kann. Da stehen wir einfach drauf. Ich weiß, wir haben einen Knall, aber ich stehe da auch dazu. Insgesamt ein nettes Konzept. Magst du vielleicht noch was sagen, Benni? Den Link zum Flo Steinkogler, seinen Shop, gibt's unten. Ganz genau. Und Dankeschön auch dafür, lieber Florian. Und wenn du auch da hinten ein Custom F-Maker oder wie auch immer man das dazu sagt, bist und uns dieses Messer, deine Messervariation schicken magst, haben wir schon einige gemacht. Ich gebe da oben den Link zum Beispiel zu dem Schwerin Survival Messer. Dann melde dich ganz einfach bei uns. Wir testen das gerne für dich durch. Link zum Benni sein YouTube-Kanal, der heißt Survival with a Twist. Twist. Ah, schau ihn dir an. Ich gebe da unten den Link, dann weißt du auch, was der Twist dabei ist. Ich sage auf jeden Fall danke, Benni, fürs Testen und dabei sein. Danke für dich auch. Link findest du unten. Schön, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann und Benni Panek. Ciao. Ciao.